der Nacht. Was ist nur los? Mr. Holmes, ist alles in Ordnung? Mein Gott. Ganz ruhig, Toby. Schauen wir mal, was wir hier haben. Was haben wir denn das hier? Das hier tickt. Oh oh. Kann ich vorher noch speichern? Das hier tickt. Ah. Ernsthaft? Oh. Ich sehe Kabel. Sie könnten mit dem Deckel verbunden sein. Ja. Kann ich das nochmal untersuchen oder muss ich die vorsichtig öffnen? Ich sehe Kabel. Okay, sie ja, dachte ich mit dem schon. Deckel verbunden sein. Also vorsichtig öffnen dann. Okay. Puh. Ein kleines tickendes Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. Danke, das ist nett. Aha. Diese Spule sorgt dafür, dass sich die Bombe nicht so einfach entschärfen lässt. Wenn kein Strom mehr anliegt, schließt sie den Sekundärkreislauf und das lässt die Bombe explodieren. Und wo kommt der Strom her? An der Glocke und im Schlägel sind Kabel befestigt. Wenn der Alarm losgeht, explodiert die Bombe. Das ist die Stromquelle für die Zündung. Ah, okay. Wir probieren mal einfach was aus. Ich bin doch nicht vom Bombenräumkommando. Ein kleines Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Ja, mir ist okay. Noch 2 Minuten. Oh, jetzt wollte ich gerade auf Space drücken, damit das schneller geht mit dem Reden. Das ist Sprengstoff. Kabel gehen rein und raus. Und es bringt nichts zu schätzen, wie sie im Inneren des Pakets genau verlaufen. Mhm. Ist hier irgendwas, was man so... Nein? Okay. Aha. Diese Spule sorgt dafür, dass sich die Bombe nicht so einfach entschärfen lässt. Wenn kein Strom mehr anliegt, schließt sie den Sekundärkreislauf und das lässt die Bombe explodieren. Ach so, wenn kein Strom mehr anliegt. An der Glocke und Schlägel sind Kabel befestigt. Wenn der Alarm losgeht, explodiert die Bombe. Das heißt, dass ich das kappen muss. Oder auch nicht. Ein kleines okay. Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. Also, die beiden Kabel gehen hier in dieses... Das ist Sprengstoff. Kabel gehen rein und raus. Und es bringt nichts zu schätzen, wie sie im Inneren des Pakets genau verlaufen. Das heißt, das rote Kabel geht nach hier. Das Kabel geht nach da, das blaue ist damit verbunden, das ist damit verbunden. Dann sind doch die zwei einzigen... Ich habe keine Ahnung. Ein kleines tickendes Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. Oh Leute, ganz ehrlich... Kann man den nicht ausstellen? Das Kabel hatte ich, das Kabel hatte ich. Ich nehme mal das. Also langsam habe ich doch jetzt ein alle Kabel durch. Das Geschenk von einem Heim. Ach so, kann ich doch abkürzen, okay. So, nehmen wir mal das. Ein
ein kleines... Ich kann das Ding ja auch nicht kaputt machen, ne? Wenn kein... An der... Das... Das... Kann man jetzt vielleicht irgendwas hier angucken? Okay. Ja, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich kann ja hier nicht draufhauen oder so. Nehmen wir mal die nächste. Puh. Oh. Okay. Rot. Muss ich jetzt rot-rot oder rot-blei? Rot-blei, genau. Das. 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 Oh oh. Das. Die hört immer noch nicht auf. Moment, mit Rot habe ich angefangen. Vielleicht haben wir Glück. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte mir das... Moment, ablegen? Ich wollte mir das angucken. Ach so, kann man so nicht. Okay. Ich habe doch jetzt alle Kabel durchgetrennt. Oder reichte das jetzt schon, das erste Kabel durchzutrennen? Oh mein Gott. Was ist los? Eine kleine Bombe. Jemand wollte mich töten? Warum nur? Ich glaube nicht, dass Sie das Ziel waren. Wer sonst? Ah. Mr. Holmes, geht es Ihnen gut? Ich habe den Kerl gesehen, aber er ist mir leider entwischt. Kannst du ihn beschreiben? Dünn, etwa 5 Fuß 5 Zoll groß, schwarze Haare, Hasenscharte. Erzähle uns alles, was du gesehen hast. Der Kerl sah zu ihrer Wohnung hoch. Ich dachte erst, dass er ein Klient ist. Dann zog er aber etwas aus seiner Jackentasche und warf es durch ihr Fenster. Ich rief nach ihm, doch er rannte los. Ich griff nach seinem Ärmel, aber er wand sich aus seiner Jacke und verschwand. Es tut mir leid, dass er mir entwischt ist. Das muss es nicht. Sehen wir uns jetzt einmal die Jacke an. Hier ist sie. Sehr gut, Wiggins. Hier ein Penny. Oh, danke, Mr. Holmes. Okay. Die Jacke untersuchen. Wie hilft mir das bei Tab? Ein nicht besonders kräftig gebauter Mann. Ja, das hat er eben alles schon gesagt. Finden Sie heraus, wer hinter dem Bombenangriff steckt und Ihnen nach dem Leben trachtet. Untersuchen Sie die Jacke des Bombenwerfers. Ja, toll. Da stand nur, ich soll Tab drücken, um die zu untersuchen. Das ist der Teil, den ich nicht verstanden habe. So, was haben wir denn hier? Ach, ein Messer. Aha. Kann man das drehen? JT. Die Initialen des Besitzers. Sehen wir uns das mal an. Da steht vielleicht eine geheime Botschaft, geschrieben mit Zitronensaft. Nein, fassen Sie nichts an! Was ist das für ein Schwachmat, dieser Kerl? Dieses Blatt Papier ist voller Tintenflecke. Ich hätte den Text mit meinem Analysetisch retten können, wenn Wilde ihn nicht zerstört hätte. Ja, super. Aber ich mehr sagt er nicht. Okay. Sammelt euch, Mohawks. Macht euch auf die Beine und zeigt King George, Steuern kriegt er keine. Von uns für seinen ekligen Tee. Sein Drohen ist vergebens. Wie auch zu denken, dass er unsere Frauen zwingen kann, zu trinken. Sein Gesüff aus fremdem Klee. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Dragon. Das reimt sich ja jetzt mal so gar nicht. Okay. Ein Taschenmesser mit den Initialen JT steckt in der, Jackentasche des Bombenwerfers. Das wussten wir. Ein Gedicht. Aber was bedeutet es? Das ist kein Gedicht, sondern ein Lied. Rarely Mohawks.
über den Tag, an dem Amerika gegen die englische Unterdrückung aufbegehrte. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Jargon. Und da haben sie sicher ihre Krüge gehoben, eine neue Nation gegründet und entschieden, wann sie ein paar Kisten englischen Tee in den Hafen dort schütten. Warum führte er wohl solch ein Lied mit sich? Tja, das ist jetzt die Frage. Wir schauen uns erstmal alles an, was wir noch so finden. Können wir jetzt hier noch was machen? Dank diesem Wild wurde mein Analysetisch vollständig zerstört. Ja, ich glaube, so wirklich viel kann man damit nicht mehr machen. Das kann man auch nicht aufheben, einen Zettel oder so. Okay, B war das, ne? So, selbstgebaute Bombe, zerstörter Hinweis, Analysetisch. Das können wir vielleicht noch zusammen machen. So, Olsen White hat den Analysetisch und das Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers absichtlich zerstört. Olsen White wollte nur behilflich sein mit dem Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers. Auch den Analysetisch hat er aus Versehen zerstört. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, mit dem Zettel könnte vielleicht noch ein Versehen sein, aber mit dem Analysetisch, ich weiß es nicht. Ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass es eine böse Absicht war. So. Selbstgebaute Bombe, da haben wir jetzt nichts, was wir dazu machen können. Also müssen wir erstmal raus. Okay, können wir denn hier noch irgendwas machen? Können wir mit dir noch reden? Wer wollte mich töten, Mr. Holmes? Ach Gott, du bist ja eh nicht bei klarem Verstand. Gut gemacht, Toby. Genau. Das Problem ist nur, was soll ich jetzt machen? Ach so, im Archiv, ein historisches Lied. Über den Moment, als die Amerikaner gegen die britische Herrschaft aufbegehrten. Darin wird ein geheimer Treffpunkt erwähnt. Das Green... Ja, ich sag Dragon, er sagte Dragon. Ich weiß, dass man Drache auf Englisch anders ausspricht. Moment, nach dem Lied suchen. Ja, und wo? In der Geschichte vielleicht? Ah. Das in der Union Street im Norden von Boston gelegene Green Dragon war ein Lokal und zugleich beliebter Treffpunkt politischer Aktivisten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in ganz Europa zahlreiche Kopien des Green Dragon eröffnet. Eine dieser Nachahmerkneipen befindet sich in London, in der Nähe des Hafens im Bezirk Whitechapel. Da, gefunden. Ja. Das wäre vorerst alles. Hauen wir uns für ein paar Stunden aufs Ohr. Wie können Sie schlafen, wenn man nach meinem Leben trachtet? Wie egoistisch. Am nächsten Morgen. So, ich schätze, das heißt, dass wir uns jetzt ein bisschen umstylen müssen. Ja, wie sehen wir denn aus wie ein Aktivist? Bandit, genau. Bandit ist eigentlich ganz gut. Freizeitanzug. Naja, gut, das ist ein Anzug. Nee, nehmen wir. Ach, wo ist er? Nehmen wir mal den Banditen. Bestätigen und beenden. Oder zum Schminktisch. So, die Haare. Ja, komm. So sieht doch so ein verwegener Bandit aus. Wir machen mal die Brille, damit man uns nicht sofort erkennt. Und dann so bestätigen und beenden. So, so sieht ein Bandit aus. Jetzt kommt der Erste wahrscheinlich direkt an und sagt, ah, der sieht aber so aus wie ich. Ist so witzig. Und, gut geschlafen, Kate? Sehr gut sogar, danke, Vater. Ist das Wild? Was treibt er schon wieder? Na, er macht dich zu einer Legende. Ach, Dummkopf. Kate, was ist los? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich mit Alice in den Zoo gehe. Danach essen wir etwas in der Stadt. In den Zoo? Warum denn das? Vielleicht, weil heute mein Geburtstag ist? Oh je.
Reingelegt. Natürlich erinnere ich mich. Hier hast du etwas Taschengeld. Geh und genieß deinen Geburtstag. Gut. Ich gehe dann mal. Kate. Du machst nie etwas richtig. Ach, Kate, schon gut. Komm her. Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Das stimmt nicht. Die Nacht war nur turbulent. Ja, Alice hat mir davon erzählt. Aber du eben nicht. Kate, ich will dich doch nur beschützen. Du verstehst gar nichts. Ich wünschte, Alice würde mich adoptieren. Das ist lächerlich. Warum haben mich meine Eltern bloß dir anvertraut? Kannten sie dich überhaupt? Kate, komm zurück! Verdammt, so ein Mist. Diese Alice. Ich weiß nicht so recht. Es kommt mir so vor, als ob sie mit Kates Gefühlen spielt. Da Alice gerade mit Kate unterwegs ist, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, mich einmal in ihrer Wohnung umzusehen. In die Kneipe sollte ich sowieso erst am Abend gehen. Ja. Warum nicht, ne? Sollen wir dann über den Balkon einbrechen oder wie machen wir das? Ich kann ja jetzt schlecht unten über die Tür da einbrechen, oder? Obwohl, ne? Ich bin auch nicht Sherlock Holmes. Ich bin jemand völlig anderes. Ich bin ein Bandit. Oh, nicht schon wieder. Moment, Sie können mehrere Dietriche gleichzeitig nutzen, um die Schlossscheiben anzuheben und das Schloss zu knacken. Jetzt wird es ja noch komplizierter. Oh Gott. Mehrere gleichzeitig. Okay, wo sind wir denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Okay. Moment, jetzt muss ich überhaupt erstmal gucken. Der muss nach oben, das ist schon richtig. Aber wie komme ich jetzt zu den nächsten? Mit W kann ich nur das hier. Left. Ach so. Oh, okay. Dann 3. Ah, haha. Okay. Dann entfernen wir den. Aber ich wollte eigentlich den anderen entfernen. Aber egal. Left zum Schloss. Den entfernen wir. So, dann nehmen wir den Dreier fürs Erste. Und zu den Dietrichen den Vierer. Zack. Tada! Sie hat ein Geschenk für Kate. Sie hat sich an ihren Geburtstag erinnert. Frauen sind gut bei so etwas. Ja. Geruchlos. Oh oh. Ah, schmeckt sehr bitter. Geruchlos, schmeckt bitter. Das ist ein Schlafmittel. Das ist ein Beruhigungsmittel. Das hört sich gar nicht gut an. Alice scheint hier in diesem Stuhl zu schlafen. So unbequem er auch aussehen mag. Sehr geehrte Dame, vielen Dank für Ihre letzte Hemdenlieferung für meine Cousine. Sie sind vorzüglich. Wie ich bereits erwähnt hatte, werde ich an diesem Samstag zum Hochzeitsfrühstück von sehr lieben Freunden gehen. Da muss ich umwerfend aussehen. Von daher müssen Sie mein Kleid bitte bis spätestens Freitag fertigstellen. Ich werde es dann am Morgen abholen lassen. Okay. Alice hat die Maschine erst vor kurzem benutzt. Offenbar hat Alice seit längerem nicht mehr hier geschlafen. Warum schlief sie denn nicht im Bett? Oder hat sie so Rückenschmerzen oder so? Aber warum dann nicht im Bett? Oh, nein, ist das euer Ernst?
Okay, also es ist offensichtlich. Das muss von links nach rechts durchgehen. Ich bin eigentlich immer ganz gut in solchen Sachen gewesen. Die Frage ist jetzt... Es geht nach oben durch. Dann kommt das hier rein. Das ist aber nicht richtig. Das geht jetzt nach unten durch. Und das geht dann nach hier. Ah. Perfekt. Meine liebste Alice, wenn du diesen Brief liest, bedeutet es, dass meine Krankheit gewonnen hat und ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Sei bitte nicht traurig, Liebes, denn ich habe ein gutes und erfülltes Leben gehabt. Einzig der Umstand grämt mich, dass du jetzt ganz alleine bist und mit Gott weiß wem leben wirst müssen. Bei einer unbekannten Familie. Ich habe kein Vertrauen mehr in staatliche Institutionen, nicht nach dem, wie sie auf schändliche Art mit deinem Vater umgesprungen sind. Doch sei tapfer, mein lieber Engel. Du kennst das Geheimnis, das dich mit den Seelen der Toten sprechen lässt. Deswegen werden wir vielleicht schon bald wieder miteinander reden. Deine Tante. Alice verbrachte ihre Kindheit bei ihrer Tante, bis diese verstarb. Offensichtlich. Ein Wachszylinder. Ja, nehmen wir den mal einfach mit, ne? Fällt ja auch niemandem auf, dass die Sachen weg sind. Liebe Alice, ich musste gerade an dich denken und das hat mich an die Vergangenheit erinnert. Wie du ja weißt, mache ich mir so viele Sorgen. Jedes Mal, wenn du zu einer neuen Pflegefamilie geschickt wurdest, hatte ich gehofft, dass du glücklich wurdest. Aber Menschen können grausam sein, nicht wahr? Es macht mich richtig wütend, wenn ich an dein damaliges Leben denke. So unglücklich in jeder neuen Familie. Wie man dich kaum als Familienmitglied behandelt hat, sondern vielmehr als eine Dienerin. Du musstest so viel Leid ertragen. Doch jetzt will ich dir mit der allergrößten Freude zum 21. Geburtstag gratulieren. Damit hast du es überstanden. Der ganze Schrecken liegt jetzt hinter dir. Du bist eine erwachsene, unabhängige und wunderschöne Frau. Ich wünsche dir ab sofort das Leben, das du schon immer verdient hast. Mit all dem Glück, das nur irgendwie möglich ist. Deine Freundin Anna. Alice war bei keiner ihrer Adoptivfamilien glücklich. Er steht früh auf, obwohl das Licht in seinem Zimmer für gewöhnlich bis in die Morgenstunden an ist. Er hat immer wieder Arbeit für ein Straßenkind. Ich glaube, der Junge heißt Wiggins. Sein Freund Dr. Watson ist immer in der Nähe. Sie scheinen sehr eng befreundet zu sein. Auch wenn er niemals mit der Polizei zusammenarbeitet, genießt er den Respekt von Inspektor Lestrange. Kate ist so reizend, so ehrlich und naiv, aber Holmes verbringt keine Zeit mit ihr. Sie spioniert mir nach. Okay. Geht's noch weiter? Ihr vollständiger Name lautet Alice Floella Hamilton. Und sie hat es offensichtlich mit satanistischen Ritualen. Ein seltsamer Buchgeschmack. Sarah de Bouvier ist Alice' Mutter. Liebe Miss de Bouvier, ich wollte Sie informieren, dass ich Ihren Mietvertrag vorbereitet habe. Sie können ihn abholen, wann Sie möchten. Mir ist jeder Abend unter der Woche recht. Mrs. Hudson, Vermieterin. Sie hat den Nachnamen ihrer Mutter benutzt, um diese Wohnung zu mieten. Kate schläft vermutlich hier. Na super. Ist ja ein toller Ort. Gucken wir hier oben nochmal nach. Ich denke mal, da wird auch nichts sein, was wir jetzt hier übersehen haben oder so. Dieses Schloss ist recht neu. Oh mein Gott! Okay. Louis Napoleon Bonaparte. Schau sich einer das hier an.
Alice praktiziert Spiritismus. Okay. Da ist noch was. Abraham Lincoln. Ja. Haben wir hier irgendwas? Vielleicht übersehen? Horace Verney, ein entfernter Vorfahre von mir. William Hamilton. Ich kenne ihn. Das war ein Bandit, den ich vor 20 Jahren überführte. Okay. "27 Tote nach Massenselbstmord in Ceuta, Spanien. Im spanischen Ceuta wurden die Leichen von 27 Personen entdeckt, darunter auch 4 Kinder. Viele der Toten, die Mitglieder des Kultes Verehrung der Toten waren, hatten offensichtlich ein Getränk zu sich genommen, das mit einer tödlichen Mischung aus Cyankali und Beruhigungsmitteln durchgesetzt war." Oh-oh. "Die Polizei konnte nur eine junge Frau namens Alice Fluella Hamilton retten. Sie blieb zwar unverletzt, aber steht noch unter schwerem Schock, weswegen sie nicht in der Lage ist, Licht in die dunkle Geschichte zu bringen." Das hört sich nicht gut an. Zacharias Greystone, sind Sie da? Hören Sie mich? Sie sind verletzt. Sie leiden. Ich spüre Ihre Gegenwart. Ihr Tod wird niemals aufgeklärt werden. Er hat versagt. Sie werden nie das Licht sehen. Alice weiß von Zacharias Greystoke, dem Toten vom Bowls Club. Ich habe den Mordfall doch aufgeklärt. Ja, das hatte ich zumindest gehofft. Da ist nichts drin. Können wir da noch irgendwas? Auch nicht. Okay. Aber da ist noch irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben. Ah, Moment. 320 hatten wir eben. Zacharias Greystone, sind Sie da? Hören Sie mich? Das hatten wir doch eben. Alice weiß von Zacharias. Ihr seid ja schon wieder die 320 reingemacht. Alice spricht mit ihrem Vater, William Hamilton. Alice Wohnung Durchsuchung abgeschlossen. Okay. Ja. Verkleiden sich als Bandit und versuchen sie, finden sie heraus. Okay. Also wir können direkt zum Green Dragon rüber. Wir haben neue Hinweise bekommen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns noch mal eben den Rollstuhl hier ansehen. Das ist derselbe Rollstuhl wie der auf dem Bild darüber. Stimmt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge zu dieser Kneipe oder was das war, rübergehen werden. Bis dann. Ciao.